So, hallo YouTube-Community und Teso-Fans, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay mit Impleet. Heute wieder aus dem Spiel The Elder Scrolls Online. Und heute begeben wir uns einmal in das große PvP-Gebiet Cyrodiil. Ihr könnt jetzt direkt am Anfang sehen, wie wir dahin gelangen. Wir müssen uns also eine Kampagne aussuchen. Dafür öffnen wir den Kampagnenbildschirm und klicken dann auf das ganz rechte Symbol. Und dann sehen wir die ganzen einzelnen Kampagnen untereinander aufgelistet. Wir nehmen jetzt hier direkt die erste. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass ihr euch für eine Kampagne langfristig anmeldet. Bedeutet also, dass ihr für diese Kampagne dann erstmal fest eingeplant seid und nicht einfach lustig die Kampagnen wechseln könnt, so wie ihr möchtet. Nachdem wir mit rechts auf die entsprechende Kampagne, die wir spielen wollen, geklickt haben, können wir auswählen, dass wir dort beitreten möchten und gelangen dann in eine ganz normale Warteschlange, so wie ihr das hier sehen könnt. Das dauert dann, ja, jetzt hier in der Beta ein bisschen länger. Vermutlich wird das im fertigen Spiel nicht so lange dauern, weil dann einfach auch mehr Spieler online sein werden. So, jetzt seht ihr, ich kann dieser Kampagne beitreten, muss nochmal per Rechtsklick auf den entsprechenden Hinweis draufklicken und auswählen, dass ich jetzt beitreten möchte und bin dann nochmal in einer ganz kurzen Warteschleife. Die Kampagnen sind übrigens alle gleich. Kampagnen gibt es hier aus dem Grund, weil man eben nicht 1 Million Spieler auf ein PvP-Gebiet loslassen kann. Deswegen wurde das eben hier in ganz, ganz viele Kampagnen unterteilt und unterm Strich sind es dann hinterher, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, vielleicht 1000 Spieler pro Kampagne, die maximal in so ein Gebiet rein können. Bedeutet also auch, wenn das Spiel irgendwann dann mal rausgekommen ist und ganz viele Leute PvP spielen, dass ihr womöglich einzelnen Kampagnen gar nicht mehr beitreten könnt, weil diese voll sind. So, wir sind jetzt hier im PvP-Gebiet angekommen. Ich habe mich vorher schon mal an einigen Stellen umgeguckt, habe so ein paar Quests angenommen. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass man in Cyrodiil eben auch questen kann. Da gibt es die ganz normalen PvP-Quests, wobei eine ganz besonders interessant für mich gewesen ist. Ich sollte 20 feindliche Spieler töten. Und diese Quest kann man immer und immer und immer wieder machen. Also auch 10, 15, 20 Mal an einem Tag kann man diese Quest machen. Man bekommt jedes Mal eine Belohnung dafür in Form von PvP-Punkten und EP-Erfahrungspunkten. Und wie ihr das jetzt hier gerade so schön sehen könnt, ich bin in der Gruppe, ich habe selbst noch überhaupt gar keinen umgehauen. Es ist jetzt hier auch nicht in unmittelbarer Nähe wirklich einen Gegner zu sehen, der vielleicht von meiner Gruppe umgehauen worden ist. Trotz alledem gehen ja die Kills, die meine Gruppe hier gerade tätigt, auch auf mein Questkonto. Das heißt also, diese Quests sind relativ schnell gemacht, ohne dass man wirklich sich selbst anstrengen muss. Und daher kommt dann jetzt auch quasi so das, was man in der Allgemeinheit sagt, wer in Cyrodiil spielt, levelt schneller. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob Quest nicht vielleicht genauso schnell ist, aber das hier ist eine absolut interessante Abwechslung. Als ich das erste Mal jetzt hier angekommen bin, wusste ich natürlich noch nicht wirklich, worum es hier geht. Bin einfach mal so mitten rein und habe planlos ja, geguckt, was eigentlich Sache ist. Und man kann das dann auch sehen, das Ergebnis war dann gleich am Anfang, bums, tot. Das ist dann auch wieder so ein Punkt. In Cyrodiil sollte man vielleicht versuchen, nicht ganz so oft zu sterben. Nicht, weil man dann irgendwie bestraft wird oder sowas, sondern einfach aus dem Grund, weil ihr einen unheimlich weiten Anreiseweg habt. Das heißt, ihr könnt immer nur in einer Burg respawnen, in Anführungsstrichen, die eure Allianz gerade besitzt. Und in der Regel wird ja ganz woanders gekämpft. Das heißt, ihr müsst wieder über diese riesengroße Karte drüber herreiten, so wie ich das jetzt mache, zu dem Punkt, wo gerade gekämpft wird. Und wenn man dann jedes Mal irgendwo ankommt, direkt wieder stirbt und quasi nur am Reiten ist, ist das mit der Zeit natürlich ein bisschen langweilig. Ganz nebenbei, ich kenne es aus vielen anderen MMOs, wo auch PvP gespielt wird. Es hat sich da an vielen Stellen ja mittlerweile so ein bisschen durchgesetzt, dass da diese Einzelkämpfer unterwegs sind, die meinen, die könnten ganz alleine irgendwas reißen. Hier in Cyrodiil wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ihr solltet also, wenn ihr nach Cyrodiil geht, euch direkt eine Gruppe suchen, weil ihr hier nur in einer Gruppe tatsächlich überhaupt irgendwelche Chancen habt. Einzelkämpfer sind hier instant tot. Ich habe hier 2, 3 Einzelkämpfer hin und wieder mal rumrennen sehen. Die hatten keine Chancen. Also hier, das funktioniert wirklich nur in großen Gruppen, die ja auch zusammenbleiben. Wer sich also von seiner Gruppe
absondert. Ich habe das auch ein, zweimal gemacht und bin von der Gruppe ein bisschen weggelaufen. Ist man gleich wieder gefundenes Fressen und ratzfatz tot. So, jetzt sind wir hier an so einem Punkt, der uns eigentlich zeigt, worum es in Cyrodiil eigentlich geht. Es geht darum, hier feindliche Burgen einzunehmen, und letztendlich möchte die eigene Fraktion irgendwann das gesamte Gebiet beherrschen, um dann den eigenen Kaiser zu krönen. Und das ist vielleicht auch so ein ganz interessanter Punkt in diesem Spiel. Jeder Spieler kann Kaiser werden in Cyrodiil. Dafür muss man natürlich äußerst aktiv PvP spielen und ganz, ganz viele Punkte sammeln. Und nur der, der dann letztendlich in dieser Rangliste auf Platz 1 steht, wird dann auch Kaiser werden. So, man ist dann natürlich nicht Kaiser für den Rest aller Zeiten, die dieses Spiel hier womöglich online sein wird, sondern man ist immer nur eine gewisse Zeit Kaiser. Wie lange das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Ich möchte euch da auch keine falschen Informationen geben. Fakt ist aber, dass die Spieler, die Kaiser werden, spezielle Fähigkeiten bekommen, sehr, sehr mächtige Fähigkeiten, und deswegen auch irgendwo wieder so ein ganz wichtiges, ja, Teilchen in diesem großen PvP-Rad sind. Und ihr könnt auch euer Äußeres dann verändern. Das heißt also, ihr bekommt gewisse Styles, die ihr auf eure Rüstung anwenden könnt und die euch dann auch tatsächlich als Kaiser kenntlich machen. Und es gibt natürlich auch diesen Titel. Wenn ihr irgendwann nicht mehr Kaiser seid, weil ein anderer Spieler Kaiser geworden ist, dann behaltet ihr diese Zusatzfähigkeiten aber nur in abgeschwächter Form. Das heißt, ihr seid dann nicht mehr so mächtig. Trotz alledem besitzt ihr aber diese Zusatzfähigkeiten. Und ihr besitzt natürlich auch weiterhin den Style, eure Rüstung dementsprechend anzupassen, euch so ein bisschen abzugrenzen, und ihr habt auch diesen Titel. Nur die Macht, die man in dem Moment besessen hat, hat man dann nicht mehr. Aber so ist das ja auch im echten Leben. Die Mächtigen fallen öfters als wir, oder fallen ziemlich oft. Manchmal sollten sie noch öfters fallen, wenn ich mir so die aktuellen Weltgeschehnisse angucke, aber das gehört jetzt hier auch nicht in dieses Spiel. Was ihr hier auch ganz toll sehen könnt, sind natürlich diese ganzen Belagerungsmaschinen. Mit diesen Belagerungsmaschinen versucht man, die gegnerischen Burgen ja im Grunde genommen zu zerstören, damit man überhaupt reinkommt. Wir werden nachher in einem späteren Zeitpunkt dann auch nochmal zeigen, wie das in dieser Burg aussieht. Wir haben da allerdings gerade einen auf die Nase gekriegt, mussten uns zurückziehen und stehen jetzt hier auf unserer eigenen Burg und verteidigen. Und da unten kann man das auch sehen, wie die alle auf uns zugerannt kommen und versuchen jetzt wiederum, unsere Burg einzunehmen. Und das ist eigentlich auch dieses Spannende im PvP hier. Es geht die ganze Zeit hin und her. Also ich habe hier Stunden verbracht, und es war ein Hin und Her. Ich habe mich, wo ich mich das erste Mal eingeloggt hatte und auf die Karte geguckt habe, habe ich gesehen, alles war gleichmäßig, einigermaßen gleichmäßig verteilt. Ein paar Stunden später habe ich mich wieder eingeloggt. Da besaß auf einmal meine Fraktion gut 2/3 der gesamten Karte. Und die Fraktion mit den roten Bildchen waren zurückgedrängt bis auf 2 kleine Basen, wo ich mir dann schon dachte, holla die Waldfee, ne? Das geht hier aber wirklich zur Sache. Wieder ein paar Stunden später war es dann wieder genau umgekehrt. Da waren wir dann diejenigen, die ordentlich einen auf die Nase gekriegt haben. Also, bis hier eine Schlacht tatsächlich geschlagen ist, können durchaus Tage, wenn nicht sogar Wochen vergehen, bis da dann ein eindeutiges Ergebnis vorliegt. Ich habe das jetzt mal hier aufgezeichnet, um euch zu zeigen, wie das aus der Perspektive eines Verteidigers aussieht. Ihr seht, wir können auch hier oben auf unseren Burgmauern unsere Belagerungsgeräte aufstellen und damit zurückschießen. Wie diese ganzen einzelnen Belagerungsmaschinen funktionieren, zeigen wir in einem anderen Let's Play. Heute wollten wir eigentlich erstmal nur so die ersten Eindrücke aus diesem PvP-Gebiet vermitteln. Jetzt seht ihr das, wir haben quasi die Angreifer von unserer Burg schon wieder zurückgetrieben und bewegen uns jetzt quasi wieder in Richtung Angreifer. Was auch ganz, ganz lustig ist, ist, ja, das sind wirklich hier so auch auf dem offenen Acker riesengroße Schlachten. Und man drängt den Feind so vor sich her, versucht ihn zurückzudrängen oder zu vernichten. Und hier ist es auch tatsächlich so, wenn die sich nicht irgendwelche Hilfsmittel aufgestellt haben, dann sind die Spieler, die man erledigt hat, ja auch erstmal aus dem Rennen. Hilfsmittel gibt es. Ihr seht da hinten im Hintergrund gerade dieses Zelt. Das kann man sich auch für PvP-Punkte kaufen und aufstellen. Und solange so ein Zelt da ist, können dann auch gefallene Spieler tatsächlich an so einem Zelt wieder respawnen und sind dann auch direkt wieder im Kampf. Wird später hier im PvP bestimmt auch ein wichtiger Faktor sein. Was man, wie ich eben schon sagte, nicht machen soll, sich von seiner Gruppe absondern. Ich mache das jetzt hier gerade und siehe da, ich bin dann auch Geschichte. Zum Glück nur digital und keine echte.
Was vielleicht auch noch super interessant ist, ist, dass man hier ständig Post bekommt von einem Rüstmeister. Ihr seht das hier gerade, da sind dann Anhänge dran, das ist so ein Beutel. Und diesen Beutel muss man benutzen, also erstmal entnehmen und dann benutzen. Und benutzen bedeutet, ich öffne diesen Beutel und finde da drin dann eine Belohnung. Hier in diesem Fall ist es ein Schild, das ich nicht wirklich gebrauchen kann. Das heißt also, diese Belohnungen, die wir hier zugeschickt bekommen, sind random. Allerdings bekommt man hier so oft Belohnungen zugeschickt, dass wenn man hier 2, 3, 4 Stunden unterwegs ist und aktiv an Kämpfen teilnimmt, dass man also auch ziemlich viel Zeit mit Auspacken von Belohnungen verbringt und unterm Strich doch hier auch relativ schnell sein Gear bekommt. Diese Belohnung kann man sich auch nochmal für PvP-Punkte persönlich kaufen bei einem Rüstmeister. Und da habe ich dann sogar die Wahl, ob ich eine grüne Belohnung oder eine blaue Belohnung kaufen möchte. Ob das jetzt jedes Mal Sinn macht und die Sachen, die in diesen blauen Säcken drin sind, dann tatsächlich auch für mich geeignet sind, kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Ich habe mir eine so eine Tüte gekauft, habe die aufgemacht und habe tatsächlich da drin dann auch was gefunden, das ich gebrauchen konnte. Heißt aber nicht, dass das auch tatsächlich so ist. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie es dann im fertigen Spiel sein wird. So, hier könnt ihr jetzt quasi sehen, ich bin schon ein bisschen länger unterwegs, es wird so langsam dunkel. Hab mir dann auch extra eine Taschenlampe besorgt, die ich da in der Hand halte. Ganz wunderbar. Jeder erkennt mich sofort als Heiler, weil ich der mit der leuchtenden Kugel bin. Wir haben versucht, hier eine Burg einzunehmen und wurden dann auf einmal von einer weiteren Fraktion flankiert. Die kam von der Seite hier in einem riesengroßen Rudel und sind uns quasi in die Flanken gefallen. Also ein richtiger Flankenangriff. Nicht die Fraktion, die wir gerade angegriffen haben, sondern die dritte Fraktion hier im Spiel. Ich stehe da als Heiler und versuche die Leute, die da um mich herum sind, am Leben zu halten. Ihr merkt jetzt aber gleich ganz schnell, wie dynamisch diese Schlachten sind. Wir werden nämlich zurückgedrängt und versuchen uns in unsere Burg zurückzuflüchten, was uns allerdings nicht gelingen wird. Die haben uns da also ganz langsam, ganz sicher weggeschnetzelt. Ich muss dazu sagen, an dieser Stelle, ich habe mir da dann mal einen Heilstab besorgt, dass ich neben meinen normalen Heilfähigkeiten, die ich geskillt hatte... Ich komme zur Rettung. Das ist jetzt der Marco, lasst euch davor nicht stören. Der war mit mir hier im PvP unterwegs. Ich hatte noch keine Ahnung, wie der Heilstab funktioniert. Ich hatte ihn also nicht geskillt und... hab mich gewundert, dass ich nicht so wirklich klasse heile, außer mit den Heilfähigkeiten, die ich sowieso. Außer mit den Heilfähigkeiten, die ich sowieso schon hatte. Ja, wir weichen aus, Marco. Ich müsste das hier mal eben weiter kommentieren. So, ihr seht ja, die Gruppe wird immer größer, die uns jagt. Wir sind nur noch einzelne Überlebende. Dazwischen dieser Heiler mit der Taschenlampe, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Ich verspreche euch aber, ich habe das später geändert. Ich habe mich dann einmal schlau gemacht, wie man aktiv und vernünftig mit diesen Dingern heilt. Das seht ihr dann gleich auch im Video. Aber gut, ich spiele auch gerade erst ein paar Stunden Beta und hier und da mangelt es bei mir auch an Informationen, Wissen und Skill. Vor allen Dingen an Skill. So, die drängen uns jetzt hier über diesen Hügel zurück. Oh Gott, wir sind ja schon weit vorgedrungen. Ja, und jetzt dringen wir ganz weit wieder zurück. Das ist ja nur noch Gemetzel. Wir werden quasi abgeschlachtet. Ich sehe gar nicht, dass die schon ganz nah an mir dran sind. Ich krieg's ständig einen verbraten hier. Und ach da, ich sehe dich. Ja, jetzt bin ich tot. Jetzt seht ihr auch, dass ich total überrannt worden bin von dieser Masse an Gegnern, die mich da verbeugt haben. Scheiße. Ja, wir haben es nicht mehr wirklich bis zur Burg geschafft. Die meisten von uns sind unterwegs gestorben. Gut. So, wir haben jetzt hier mal einen Cut gemacht. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn man so eine Burg einnimmt. Ihr seht da vorne so ein RAM-Apparat, den man vors Tor gestellt hat. Da ist dann noch so eine Glocke drüber, die den Schaden unserer Raid-Mitglieder reduziert und wir rammen mit diesem Apparat da quasi die Tür kaputt, stürzen dann in die Burg hinein und in dieser Burg stehen zwei Fahnen und da müssen sich die Spieler halt dran stellen, damit eben irgendwann die Burg dann uns gehört. Wir können das hier sehen, sieht jetzt super einfach aus, ist es aber nicht. Von oben sind nämlich immer noch welche am Schießen, schmeißen Brandgeschosse runter. Und das tut alles doch ganz gewaltig weh. Ich natürlich als Imba-Heiler, der immer noch keinen Plan hat, stehe da und weiß nicht wirklich, was ich tue.
Das ist jetzt hier aber, glaube ich, die letzte Szene, wo ich dann noch der unerfahrene Nichtwissende bin. Nachher habe ich dann einiges geändert. Ihr könnt auch sehen, dass mit diesen Belagerungswaffen hier sogar direkt in die Burg hineingeschossen wird, um die Gegner zu töten. Die Leute sammeln sich jetzt hier an diesen Flaggen. Bald die Flagge die Farbe ändert, gehört sie quasi uns. Das müssen wir zweimal in dieser Burg machen. Und dann gehört das ganze Ding uns. So, da hinten hat die Flagge jetzt auch die Farbe geändert. Und jetzt gehört diese Burg offiziell uns. Die ist natürlich jetzt kaputt. Und das solltet ihr vielleicht auch wissen. Kaputte Burgen bleiben auch kaputt, wenn man sie nicht repariert. Reparaturkits kann man auch wieder bei dem einen oder anderen Rüstmeister kaufen. Und die dann auf der Burg anwenden. Es gibt hier noch so ein paar andere Punkte, die man berücksichtigen muss. Es gibt also auch Ressourcen rund um die Burgen. Aber auch da werden wir in einem späteren Let's Play drauf eingehen, wenn Release des Spieles gewesen ist. Wichtig ist nur, dass man jetzt schon weiß, es geht hier nicht nur um Burgen, es geht hier auch um Bauernhöfe, es geht hier um Minen und viele andere Sachen. Und jetzt wollte ich euch hier nochmal eine Szene zeigen, da war ich so fasziniert. Das war mit Abstand die größte Massenschlacht, die ich hier im PvP oder überhaupt jemals in irgendeinem PvP, in irgendeinem MMO erlebt habe. Hier reiten gut, ich weiß es nicht, geschätzte 200, 300, 400 Spieler gleichzeitig durch die Gegend. Und es war einfach nur ein grandioser Anblick. Da ein Teil von zu sein, war der Hammer. Ich habe jetzt schon öfters gehört, dass Leute gesagt haben, oh, das leckt da bei so vielen Spielern gleichzeitig im PvP. Bitte guckt euch die Bilder an und seht, was passiert. Hier lackt nichts, hier ruckelt nichts. Und ich habe auch noch gleichzeitig aufgezeichnet. Das Spiel läuft super flüssig. Es gibt hin und wieder natürlich ein paar ganz kurze Aussetzer. Das liegt aber nicht daran, dass die Umsetzung vom PvP in diesem Spiel nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, sondern das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland sitzen und die Beta-Server aktuell noch in Amerika stehen. Und da kann es hin und wieder eben zu Problemen geben, wo das Spiel eine Sekunde stehen bleibt und ja, dann sieht das aus, als wenn es laggen würde. Das ist aber kein Leck im Sinne von Überbelastung oder sonst irgendwie was, sondern das sind einfach Lecks, die aufgrund der großen Distanz zu dem Server in den USA entstehen. Wenn das Serverzentrum hier nach dem Release in Frankfurt fertiggestellt worden ist und die europäischen Spieler auf diesem Serverzentrum in Frankfurt gehostet werden, dann wird es auch vermutlich diese eine Sekunden-Aussetzer nicht mehr geben. Trotz alledem, die Bilder hier muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Das ist also fast wie in so einem epischen Film, Mammutfilm. Tausende von Schauspielern stürmen auf die Burg zu hier. Ich möchte jetzt nicht in der Haut derer stecken, die da gerade die Burg verteidigen. Von allen Seiten kommen sie angerannt. Ja, solche Sachen passieren hier halt ständig. Ich kann nur sagen, für meinen Teil, mir hat das PvP richtig viel Spaß gemacht. Ich kann an dieser Stelle noch nicht sagen, wie das mit der Langzeitmotivation sein wird, ob man hier wirklich dann auch über Wochen, Monate Lust hat, immer wieder reinzugehen und immer wieder gegen die Burgen anzurennen. Es gibt hier allerdings sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe hier Schatzkisten gefunden in Cyrodiil. Ich habe Quest-Hubs gefunden, wo ich auch alleine questen konnte. Ich habe Sky-Shards gefunden. Man kommt hier relativ gut an Ausrüstung. Also ich glaube, neben dem ganz normalen Quest-Alltag sollte man hier jeden Tag mal eine Stunde oder zwei reingehen. Eine Gruppe findet man immer ganz, ganz schnell. Und dann ist das eine absolut tolle Alternative zu dem normalen Gequeste, was man natürlich auch machen sollte, damit man überhaupt was von der Story mitbekommt. Unterm Strich kann ich nur sagen, das, was die sich gedacht haben und so, wie sie es umgesetzt haben von Bethesda, haben die das wirklich ganz, ganz klasse gemacht. Es macht richtig viel Spaß, es gibt hier richtig viele Belohnungen, man kriegt ständig Post mit Ausrüstung, man kann seine Punkte ausgeben, man kann sich Belagerungsgeräte kaufen und später, wenn dann auch wirklich die ganzen Gilden hier im Spiel da sind, und man dann mit seiner Gilde quasi abends ganze Schlachtzüge organisiert, Leute in Fallen lockt. Stellen wir uns mal vor, oben auf dem Hügel stehen vier Spieler, auf der anderen Seite steht ein riesiges Heer von gegnerischen Spielern. Die sind dann natürlich killgeil und rennen auf diese vier Spieler los. Die ziehen sich über den Hügel zurück und da wartet dann eine ganze Armee mit Belagerungsmaschinen und was weiß ich nicht alles. Die Gegner stürmen über den Hügel und als sie das Heer dann sehen, ist es auch schon zu spät und sie werden zerlegt von all dem, was da steht und wartet.
Also es werden richtig epische Schlachten werden. Und was vielleicht auch wichtig ist für euch zu wissen, dass Gilden hier zukünftig auch Burgen beanspruchen können. Das heißt also, ihr könnt mit eurer Gilde, wie das genau funktioniert, auch Burgen beanspruchen und euch dann darum kümmern, diese beschützen und sowas. Das ist eigentlich so das, was uns hier erwarten wird. Wir beenden jetzt im Grunde genommen unser Video für heute. Ich bedanke mich nochmal dafür, dass ihr zugeschaut habt. Für ein Like oder ein Abo wäre ich natürlich ganz besonders dankbar, auch wenn ihr den Kanal teilt. Bitte beachtet auch das Gewinnspiel, das wir im Moment auf unserem YouTube-Kanal haben. Und ich freue mich schon auf das nächste Video. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Und bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Impleit.